Aber die meisten sind ja gestorben. Dann war noch die nächste. Wir hatten mit Stahl und so weiter. Das läuft. Eisen-Mail-Shirts. Ich finde, das rennt wirklich. Und genau, ich wollte meine Berufe sortieren nochmal. Ich wollte nämlich den Metall-Dings hier mal bearbeiten, dass der jetzt nämlich nur noch die Schmiedearbeiten macht. Also zum Beispiel Weaponsmith, Armoring und so weiter und das Crafting, weil das Furnace Operating, also das Smelten, das soll extra laufen. Soll es einen extra Smelter geben mit Furnace Operating, dass ich mich wohler fühle. Also nämlich jetzt hier einfach so Smelter. Und da packen wir nämlich dann den rein. Ihr sollt nur schmelzen. Guck mal, du hast auch nichts anderes zu tun. Du kannst mitschmelzen. Und guck mal, ihr kennt den Job auch schon. Wir haben nicht so viele Schmelzen, ich weiß. Aber wir wissen auch, dass nicht alle Zwerge immer arbeiten. Die müssen wir gegensteuern, also teilen wir einfach mehr Leute ein. Ne? Masse statt Klasse. Zumindest beim Schmelzen ist das ja vollkommen egal. Wir haben noch nicht mal Bock, unsere letzte Schmiede zu bauen. Aber da wir über 400 Tetrahydrit schmelzen wollen, sollten wir die Schmelze auch durchgängig am Laufen haben, sonst brauchen wir ja ewig dafür. Oh. Oh, essen und trinken. Ach, hier ist hier das Problem. Ich nutze die Kisten nicht. Die Fässer nicht. Ist aber auch nicht schlimm. Alles gut. Und hier draußen. Sagt mir jetzt bitte, dass hier die Treppe fertig ist. Nein, natürlich nicht. Ist da drunter jetzt noch eine Treppe, die vielleicht. Die hier zum Beispiel. Nein, Waiting for Construction. Okay. Das ist schon die letzte. Ah, die letzte Treppe. Das ist nicht schlimm. Weil, jetzt können wir nämlich anfangen. So, Construction Floor. Aber bitte merken. So. Noch kein Zugriff, weil die Treppe noch fehlt. Scheint so. Was bist du denn? Eine kleine bewegliche Kaulquappe. Ist das ein Fisch? Schon wieder ein Lieutenant. Das ist der kleine Lieutenant. Gibt einen großen Lieutenant. Warte, der war hier vorne irgendwo. Ich finde es interessant, dass er als Legendary Fish Cleaner aussieht wie ein Fisch. Haben wir zwei Lieutenants? Wir hatten doch vorher auch so einen. Der sah doch genauso komisch aus. Wo ist denn jetzt hin? Der war doch von hier draußen. Oder auf dem Weg nach draußen zumindest. Wo ist denn der? Ich muss das Tool nutzen. Wenn ich jetzt hier Louis eingebe für Lieutenant. Da habe ich falsch geschrieben, ne? Weil ich Lieutenant nicht schreiben kann. Lieutenant. Also machen wir den Lieutenant raus. Das ergibt viel mehr Sinn. Wir haben gar nichts mehr. Das ergibt keinen Sinn. Gar nichts zu haben ergibt keinen Sinn. Nur Visitors? Aber ich da eins den Leute eingebe. Klappt das nicht. Da ist der Leutnant. Ich wusste doch, hier ist ein anderer. Hier sind zwei Leutnants. So, der läuft auch hier oben rum. Das ist große Schlange und kleiner Fisch. Ich wusste doch, es gibt zwei. Ja, keine Ahnung, was genau das ist. Mein erster Gedanke war ein Fisch. Oder ein Seelöwe, hier so hinten mit der Flosse und so weiter und
Ja, der ist von DF, also über DFHEC, das ist der, ich habe den Namen einfach vergessen. Rau, MRAU, glaube ich. Also ich gucke mir jetzt kurz nochmal an. So, wie hieß das jetzt? Irgendein Skript, das über DFHEC eingespielt wird und das relativ hilft und dessen Namen ich mir nicht merken kann, weil es einfach nur ein Kürzel aus den Buchstaben ist. Und es heißt wahrscheinlich wirklich MRAU oder MRAU, wie auch immer. MRAU. MRAU. Auf dem Discord gibt es einen Link, den kriege ich hier gerade. Discord habe ich hier gerade nicht auf. Kann ich jetzt hier nicht auf. Ich habe das nur auf dem Handy. Kann ich jetzt hier gerade nicht reinkopieren. Ich würde ja sagen, könnte einen Mod machen, aber meine Mods sind nicht da. Ich könnte Ladinluxpo einfach mal stumpf zum Mod machen, aber der hat den Link, glaube ich, gar nicht. Warte mal, ich mache mal kurz meinen Discord auf und kopiere mal den Link hier rein. Wo ist das hier? Hier. Also Origami hat mich drauf gebracht. Und hier ist ein Link, zumindest zu einem. So, kann ich den kopieren? Link kopieren. Dann setze ich den hier rein. Dann habt ihr einen Reddit-Link. Und der erklärt euch, wie das geht. Wie gesagt, irgendwann unter irgendeinem Video, von denen, die es auf YouTube gucken müssen, steht es nachher auch drunter, ist die Theorie dahinter. Es sieht mehr aus nach Classic, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Aber es funktioniert noch nicht so schön wie in Classic, aber es ist auch nicht schlimm. Das kommt mit der Zeit. Wir haben ja auch keinen Druck. Die Leute, die sowas entwickeln, haben auch keinen Druck. Man muss sich nicht auch nicht mehr Druck machen als nötig. Aber wir haben hier jetzt in der Theorie unsere Pyramide. So, das heißt, der eigentliche Plan ist, hier oben ist die Spitze, da kommt das ganze Gefieder nachher raus. Genau, Origami. Alle, die Probleme haben, gerne im Discord vorbeischauen. Origami hilft, so wie er mir geholfen hat. Ach, na, muss ich das jetzt eigentlich? Ich kann das nicht hier durchziehen. Ich muss das so eins. Scheiße, Alter, da krieg ich ja. Ich hatte jetzt gehofft, ich könnte das hier durchziehen. Aber so kann ich das nicht wirklich abzählen. Es ist auch nicht mehr hier oben. Oh, das vermisse ich einfach aus Classic, dass das oben auftaucht. Dass das letztbenutzte Material, das sage ich jedes Mal, wenn ich vor diesem Gebäude hier stehe. Ich weiß, das müsst ihr euch auch jedes Mal anhören, weil es mich jedes Mal aufs Neue nervt, dürft ihr euch das jedes Mal aufs Neue anhören. Dann kann ich das hier, dann habe ich hier 1, 2, 3. Das ist einfach schrecklich. So. Das nachher so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, weiß ich noch nicht. Ich wollte es eigentlich auf der Tutorial-Welt testen, aber ich dachte, wir testen das einfach zusammen. Entweder es klappt oder es klappt nicht. Wenn es nicht klappt, machen wir was anderes. Hektisch? Nee. Bin ich hektisch? Eins, zwei. Wenn, dann kommt das nur, weil ich, also dann wäre es unbewusst. Weil ich das hier schon ewig vorhabe, also lange vorhabe und wegen diesem ganzen Werbis-Gedöns noch nicht dazu gekommen bin, das wäre jetzt eine Überlegung. Aber dann wäre es total unbewusst. Weil ich eigentlich nicht vorhabe, hektisch zu sein, weil Hektik ist ungünstig. Weil die meisten von denen ich weiß, gucken mich ja eher, weil ich ruhiger bin. Da wäre Hektik total störend.
Ne? So. Die Treppen klappt auch bei Böden, glaube ich, nicht, ne? Also es bekommt jetzt die geplante Pyramidenform, solange wie wir halt die Blöcke haben. Ich kann jetzt die ganzen Böden nicht auch noch aus irgendwelchen Erzen machen. Ich glaube, da haben wir einfach zu wenig für. Die Überlegung ist ja nachher eh die ganzen Böden wieder rauszureißen, wenn die Rampen stehen. Ich glaube, damit das aber funktioniert, muss ich erst alle Böden drin haben, also wirklich alle bis hier unten, damit die Rampe unten weiß, wo es hingeht, weil ich hatte ja gestern schon gesagt, ich will die Rampe ja nicht nach draußen, ich will die ja nach so haben. Das ergibt ja sonst keinen Sinn, wenn ich hier die Rampen für die Pyramide mal so habe. Das wäre ja total seltsam. So, jetzt fangen die erstmal an, wie wild hier irgendwelche Bodenplatten zu setzen. Und alle Zwerge sind beschäftigt. Genau, und das wollte ich noch gucken, ob das jetzt auch alles so klappt, wie es soll. Jo. Was? Und da lang? Wir wollen ja keinen versehentlichen Durchbruch in irgendein Cave haben, dass noch das gesamte Gefier, irgendein Getier hier reinkommt. Also jedenfalls nicht früher als geplant. Sieht aber, ui, hier ist aber knapp, hier ist aber knapp geworden. Das war so geplant, glaube ich, ne? Ja, das war so geplant, sieht man doch. Na, dann unsere Festung vorbei. Und dann sind wir jetzt da hier durch unsere Mine. Irgendwo hier unten müsste unsere Mine gleich sein. Hallo, da. Und dann geht es noch tiefer. Und kurz davor. Okay. Nein, alles gut. Ich hatte das, was ich ja vermeiden möchte. Ist ja, dass ich aufgrund, ne, des Hypes um Dwarf Fortress ich bin es ja gewohnt, mit zwei, drei Leuten hier das zu machen. Ne? Also wir haben das ja zwei Jahre lang nur, sagen wir mal, in einem sehr, sehr kleinen Rahmen mit im Durchschnitt zwei Zuschauern gemacht hier. Ne? Immer ein paar andere, aber meistens hatte ich einen Durchschnitt von zwei bis vier. Ne? Vier waren schon die guten Zeiten. Und ich hatte über der, halt, wie die Twitch-Statistik sagte, meine größte Zuschauerzahl vor dem Dwarf Fortress Release war aus irgendeinem Grund mal 15. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe, aber es wäre halt doof, wenn ich mich aufgrund dessen, weil mehr Leute zuschauen, man unterbewusst anders kommentiert als vorher. Das war etwas, was ich, glaube ich, gestern oder letztes Mal schon mal betonen wollte, als jemand geschrieben hat, dass er es mag, dass ich halt hier so ruhig bin und so weiter. Ich bin das gerne ruhig, weil ich auch selber gerne ruhige Streamer gucke. Ich mag den Stress nicht und ich will auch nicht so ein, keine Ahnung, Overacting betreiben, wie es manche tun. Hektischer werde und deswegen bin ich da gerade drauf angesprungen. Das hat es auch jetzt nicht. Das habe ich nicht böse aufgefasst. Das war nur für mich erstmal ein, in dem Falle ein Trigger, weil ich mir dachte, oh. Nicht, dass ich doch irgendwie eine Änderung durchlaufe und hektischer werde und die ruhige Note verliere. Aus welchen Gründen auch immer. Weil auch wenn es immer wieder heißt, man darf sich von Zahlen nicht beeinflussen lassen, ich sehe es ja trotzdem. Namen drinstutzen. Schön, dass du da bist. So, haben wir jetzt eigentlich? Ne, ist noch nicht ganz Vollmond. Ne? Müsste jetzt aber gleich irgendwie soweit sein. Da müsste Dieter sich verwandeln. Und vielleicht auch das Kind und vielleicht auch noch irgendwelche anderen Zwerge. Da müssen wir jetzt. Ist halt doof. Ich sehe jetzt den drohenden Vollmond nicht. Der letzte war am 23., davor am 25. Also müsste es jetzt eigentlich in den nächsten ein, zwei Tagen soweit sein. Ich wollte gerade sagen, die Frames gehen schon runter, bestimmt, weil sich gerade alle möglichen Viecher verwandeln. Wir haben keine Steine.
Alter, wir haben keine Steine in unserem Steinstockpile? Was ist denn jetzt hier schiefgelaufen? Doch, da. Seid ihr gelinkt? Nein. Okay, wir need noch. Na, geht's doch schon wieder los. Es ist noch nicht mal Vollmond. Warum greift der Ghoul jetzt wieder irgendjemanden an? Boss deceased Ghoul punches the butcher. Der wollte jetzt. Hey! Jetzt kommen die schon kämpfend auf die Karte. Ihr wollt mich doch verarschen. Jetzt kommen die ja schon drauf und prügeln sich einfach kaputt. Batsch, batsch. Keiner weiß warum. Die kommen hier einfach hin und hauen sich. Der ist doch nicht von uns, ne? Dwarf, Butcher, die siehst Ghoulen, ist niemals von uns. Und du bist viel zu alt. Außerdem bist du ein Boss. Du bist auch ein Boss, die siehst Ghoulen. Jetzt hauen sich die Ghoule schon gegenseitig über den Haufen, weil es ein Elf ist und das andere ist halt ein Zwerg. Ist das ein Zwerg? Ja, steht Dwarf dran, natürlich ist das ein Zwerg. Die kommen schon zum Prügeln jetzt hierher. Da fliegt noch ein Zahn durch die Gegend. Hat euch jetzt wieder vertragen? Scheint so. Also, nee, ich war nicht off. Ich hoffe, es liegt an deiner Verbindung, nicht an meiner. Oh. Nee, bei mir steht instabil. Stimmt, meine Sitzung, 3 Minuten. Das war ich. Ich war weg. Warum war ich weg? Ich war weg vor 3 Minuten. Und ich weiß nicht warum. Ja, und der Butcher ist tot. Aber der war doch nicht von uns. Okay, aber warum war der Stream jetzt weg? Jetzt habe ich wieder. Jetzt sagt die Bitrate wieder hervorragend. Was ist denn da los? Das ist jetzt natürlich jetzt nicht gerade das Spannende, aber jetzt muss ich einmal gucken, ob es an mir liegt oder an Twitch. Was sagt mein Router? Will, mein Router sagt, er hat ein Verbindungsproblem. Dann kriegt er Ärger. Nein, hatte er nicht. Das ist schon mal gut. Und meine Bitraten sehen auch noch aus, wie sie aussehen sollten. Okay. Ich schiebe daher den kurzfristigen Aussetzer auf Twitch und werde mich darüber aufregen, nachher, wenn ich dieses jetzt für YouTube zurechtschneide, dass ich 2 Videospuren habe mit einer Lücke drinne, die ich zusammenknüppeln muss. Einfach nur, weil Twitch mich nicht mochte.